Da habe ich gedrückt. Können uns die kleine Schmusekatze nicht alles alleine machen lassen hier. Oh, Hallöchen, na? Was läuft bei dir so? Da liegt noch 40 Gold, kann man da runter? Ne. Schade, ich dachte, da kann man vielleicht runterspringen. Stopp, Moment. Stoffbeinlänge des absoluten Stofflings. Fechtknochen, irgendwas. Der lebt nicht. Kann ich mit dem eigentlich auch? Hier steht ein bisschen was auf. Das sind irgendwelche Viecher, ich kenne es zwar nicht, aber irgendwo sind da welche. Da war auch was. Und da sind wir auf eine Ratte draufgetreten. Wow! What the fuck? So. Hier noch schnell alles plündern. Wir waren hier schon mal auf jeden Fall, aber ich glaube, wir haben es nicht geschafft. Wir sind am Boss krepiert. Stimmt, das war dieses Riesenvieh. Wo ich keine Chance gegen hatte. Dann sollte ich mir vielleicht... Wow! Sollte ich mir vielleicht die Mana-Tränke aufbewahren? Wie ich einfach One-Shot alle. Also sollte eigentlich mächtig genug sein, das viel schnell Platz zu kriegen jetzt. Ne? Hey, komm mal her. Ich übe gerade einfach mal noch ein bisschen. So, hua. Hua. Müssen wir jetzt hier lang. So, was haben wir hier? Oh, das sieht lustig aus. Hier ist soweit nichts. Auch hier nicht. Also meine Katze one-shottet, glaube ich, so langsam alles. Wow. Sehr schön. Auch die sind tot. Also es ist gar nichts mehr hier. Da war ja am Anfang übelst Probleme, das weiß ich noch. Und jetzt hier, warte. Das wird lustig. Moment, stopp, das ist glaube ich das war der Endkampf hier. Guck ich nochmal, was hier ist. Ah. Das war einer der ganz gefährlichen Geister. Ja, nee. Nicht schon wieder. Das war nicht geplant. Ich wollte zur Katze. Mit P geht das aber irgendwie nicht. Ich weiß nicht warum. Begleiter. Mit B geht's. Ah, mit B. So, wollen wir mal schauen. Also, den brauche ich nicht mehr. Auch nicht. Den wollte ich aufheben. Speer brauche ich nicht, das brauche ich nicht. Das nicht. Ich kann euer Begleiter nicht tragen. Der Arme. Mein Gepäck ist voll. Faustbüchse 2, ich brauche mal auch nicht, das brauchen wir nicht. Das und das nicht. Das Auge. Den brauchen wir auf jeden Fall noch. Rohleder Schultergesundheit. Nee, gesund. Seltene Schulterrüstung. Also im Vergleich zu unserer ist die ja schon mächtig. Dann nehmen wir die mal. Packen die mal weg. Pionierhose der Beherrschung. Warum haben wir keine Hose an?
Der ist langweilig. Langweilig, langweilig. Langweilig. Der ist geil. Langweilig. Okay. Dann würde ich sagen, läuft ja mal los zur Stadt. Wir nehmen erstmal den ganzen Rest hier noch mit. Wir brauchen unsere Katze für den Kampf jetzt ja wirklich, also für den Boss dann schon, aber bis zum Boss die letzten Kämpfe, die wir jetzt vielleicht noch machen müssen, da brauchen wir jetzt wirklich keine Katze. Hey Jungs! Oh, ist ja langweilig. Ich dachte, ich stehe da auf. Okay, soll vielleicht nicht so sinnlos reinrennen. Und eine Katze ist doch ein bisschen schwerer. Ich brauche mehr Mana. So. Ich habe wenig. Stirb, 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 stirb. Haben wir einen Sarkophag noch? Stirb. Neum, 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 neum. Sterb, sterb, sterb. Euer Begleiter ist aus der Stadt zurück. Boah, krass, was war das denn für ein Slow? Wow, was bist du denn? Oh, die Katze ist doch schon schwer. Wir haben doch eine ziemlich krasse Katze. So. Was haben wir hier? Nein! Wollte ich nicht. Scheiße. Ach, geh wieder rein. Ah, super. Ich wollte hier eigentlich sachte außen rumlaufen. Gucken, was hier noch so ist, aber hier ist nichts. Und dann gucken wir mal nach, was wir hier noch finden. Ich habe wenig Mana. So. Wenn die Viecher loslegen, sind sie eklig, muss man gestehen. Ich brauche mehr Mana. Ich kann auch nicht meine ganzen Mana drin jetzt einfach verballern. Boah. Ich habe wenig Mana. Ich habe wenig Mana. Stirb, 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 stirb. Was hier noch für Bosse kommen, ist ja krass. Kann mich gar nicht mehr daran erinnern, dass so viel Zeug hier kam. Stirb, stirb, stirb. Okay. Katze macht ihn den Gar aus. Die haben wir weggebammt. Ich frage mich, warum jetzt nicht mehr tragen. Ich frage mich, warum es hier noch Zeug liegt.
Dann kommt das jetzt alles mal hier rüber. Kurz gucken, wie stark der ist. Der ist langweilig. Aber ich will mal gucken, wie stark die Muskete ist. Muskete und vampirisch. Langweilig. Na gut. Dann wollen wir mal. Und hoffen, dass wir jetzt hier... So. Ah, nein. Nein. Das wollte ich nicht. Okay, jetzt geht's los. Ja, hallo Mordox. Huh! Hallo? Boah. So, drauf da. Ich brauche mehr Mana. Wir müssen natürlich gucken, dass wir den Mordox erwischen. Vorsätzlich natürlich. So, Mordox, lol, er ist ja gleich tot. Wie schnell wir den Blatt machen jetzt einfach. Ah, da habe ich genug Mana für. Stirb. Flap, 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 flap. Da kommt noch ein paar, das ist sehr gut. Ein paar Wagenspunkte haben wir noch gebraucht. Ah, ist ja easy. Also, wir haben ewig gebraucht für den Anfang und jetzt... Lalalalalala. So. Hier kommen wir jetzt durch, da kommen wir nicht durch. Guck mal, kann auf die Ratten hier so drauf treten, dann sterben die. Tot. Wow. Das ist krass, also was die Viecher immer so für Schätze bewachen, das lohnt sich schon. Boah, Alter. War's das? Das war's. Na dann, raus aus der Höhle und... Boah. Ging echt einfach jetzt im... So, dann noch zu dem Typen hier. Ihr habt sie gefunden? Fantastisch. Hier, lasst mich euch eure Mühe bezahlen, dann mache ich mich auf den Weg. Geil. Niedriges Angriffstempo. Körperlicher Schaden. Oh, ist der krass. Zurückstoßen. 5 Mana bei Treffer gestohlen. 15 zurückstoßen. Unsere Gegner haben also auch Mana. Oh. Ist ja noch krasser. Geziefermarke. Boah, ich nehme die da. 990 Ruhm. Wow, krass. Dann gehen wir mal auf unser Inventar und legen uns die mal... Fuck. Damit hätte ich rechnen müssen. Gefundene Goldmenge wird um 1% erhöht. Ist schon geil mit dem 1%. B. Kommt das mal weg? Kommt das mal weg? Mal hier schauen, was wir jetzt hier gefunden haben, so alles.
Der bleibt natürlich bei uns. Der ist besser als unser anderer. Warum sollte ich also den anderen nehmen? Gut, dann kommt mal die da noch rüber und dann schickt man den Begleiter mal wieder in die Stadt. Und der verkauft nochmal schön Zeug für uns. Da haben wir jetzt soweit hier alles erledigt. Und diese komische Kiste hier, die wird zwar angezeigt, aber die haben wir auch schon mitgenommen. Also da ist nichts Besonderes mehr. Kommen wir auch nicht weiter. Von daher würde ich sagen, begeben wir uns langsam auf den Weg zurück in die Stadt. Da geht's nicht lang. Da auch nicht. LOL! Okay. Ich hab nicht mehr, ich hab gar nicht drauf geklickt. Ich hab einfach nur, irgendwie bin ich stecken geblieben und dann kam so viel Zeug daraus. Okay, interessant. Ist ja auch strange hier. Ich komme hierher. Muss aber hier lang, sonst komme ich hier nicht wieder raus. Warum finde ich die ganze Zeit so Zeug? Was sind das? Hier komme ich ja nicht lang, leider. Fleisch ist das irgendwie. Okay. Ich würde aber viel lieber zurückfinden gerade. Hier ist nichts. Auch hier liegt nichts mehr. Ich gucke gerade mal ein bisschen deutlicher. Nicht, dass ich noch sowas übersehen habe. Aber ansonsten scheine ich hier recht gute Arbeit geleistet zu haben. Da sehe ich gerade noch einen kleinen Teil, den wir noch nicht erkundet haben. Da gehe ich noch mal kurz hin. Na gut. Da haben wir noch nicht erkundet. Guck mal da oben. Oh. Lalalalalala. Phasenbestie. Wow, da weißt du, was Phase ist. Ah. Ups, das war nicht geplant. Phasenbestienreich. Jetzt bin ich hier schon wieder. Hier darf man also nicht rausgehen.